Flöhe bei Katzen erkennen und behandeln. Hast du bemerkt, dass deine Katze sich übermäßig kratzt oder an einigen Stellen sogar Fell verliert? Das können erste Anzeichen für Flöhe sein. Gerade Freigänger sind gefährdet, sich dieses Ungeziefer einzufangen. Doch auch Wohnungskatzen können Flöhe bekommen. Da Flöhe sich schnell vermehren und auch auf uns Menschen überspringen können, musst du schnell handeln. Wir sagen dir jetzt, wie du Flöhe bei deiner Katze erkennst und wie du den Parasiten wieder loswirst. Als erstes, den Flohbefall erkennen. Die Symptome eines Flohbefalls sind unter anderem starkes Kratzen und ein unruhiges Verhalten. Sie sind zwar mit dem bloßen Auge erkennbar, aber aufgrund des dichten Fells nur schwer zu entdecken. Du kannst schnell prüfen, ob deine Katze Flöhe hat, indem du sie genau untersuchst. Es gibt spezielle Flohkämme zu kaufen, die dir dabei helfen können. Mit diesem musst du durch das Fell deiner Katze gehen und ihn anschließend an einem Taschentuch oder Küchenpapier abstreifen. Wenn du kleine schwarze Krümel erkennen kannst, dann feuchte diese leicht an. Färben sie sich rot oder rotbraun, dann ist das ein eindeutiger Hinweis auf Flohkot. Wenn du gerade keinen Flohkamm zur Hand hast, dann kannst du auch ein ausgebreitetes Blatt Papier nehmen und damit durch das Fell deiner Katze gehen. Fahre dann genauso wie beim Flohkamm fort. Solltest du einen Flohbefall bei deiner Katze feststellen, dann musst du schnell handeln. Mittel zur Behandlung kannst du deiner Katze vom Tierarzt verschreiben lassen. Als zweites, was hilft gegen die Flöhe? Damit deine Katze von dem Ungeziefer befreit wird, stehen mehrere Möglichkeiten zur Auswahl. Wenn du noch weitere Katzen oder sogar einen Hund im Haushalt hast, müssen diese mitbehandelt werden, um die Flöhe restlos zu bekämpfen. Mittel gegen Flöhe sind unter anderem Spot-on-Lösungen. Diese wird meist in den Nacken deiner Katze gegeben, damit sie es nicht ablecken kann. Das Mittel tötet alle Flöhe im gesamten Fell ab. Flohkamm. Mit diesem können die Flöhe, Larven, Eier und Puppen per Hand entfernt werden. Flohshampoo. Schwer bei Katzen anzuwenden, die im Normalfall eher wasserscheu sind. Tabletten und Spritzen. Diese enthalten Wirkstoffe, die den Stoffwechsel der Flöhe angreifen und können auch vorbeugend angewandt werden. Flohpuder. Dieses wird direkt aus Fell gegeben. Für empfindliche Katzen kann das unangenehm sein. Flohhalsbänder. Eher nicht zu empfehlen, denn Halsbänder dienen eher der Vorbeugung und wir sind keine Fans von Halsbändern bei Katzen. Kombipräparate. Mit diesen lassen sich gleichzeitig weitere Parasiten der Katze behandeln. Als drittes, Hausmittel gegen den Flohbefall. Wenn der Flohbefall nicht schwer ist, dann kann man auch auf Hausmittel zurückgreifen. Diese wären unter anderem Kokosöl. Verreibe etwas Öl zwischen deine Hände und massiere es ins Katzenfell. Die Laurinsäure, die im Kokosöl enthalten ist, tötet die Flöhe ab. Wiederhole die Behandlung alle 2 bis 3 Tage, bis die Flöhe verschwunden sind. Rosmarin. Koche 3 frische Zweige oder 3 Teelöffel des getrockneten Rosmarins in 1 Liter Wasser auf. Nachdem der Sud abgekühlt ist, musst du es durch ein Sieb gießen und die Flüssigkeit in eine Sprühflasche geben. Diese Mischung sprühst du jetzt täglich auf das Fell deiner Katze. Als viertes, Behandlung der Wohnung. Nicht vergessen darfst du, dass du deine Wohnung unbedingt ebenfalls von den Flöhen befreien musst. Dazu muss alles komplett gereinigt werden und das nicht nur einmal. Zuerst solltest du bei den Möbeln und Textilien anfangen, die deine Katze häufig benutzt. Da deine Katze bei jeder Bewegung Floheier verliert und diese schlecht zu sehen sind, ist eine gründliche Reinigung unverzichtbar. Wir empfehlen dir, die Wohnung täglich zu saugen und zu wischen. Textilien und Spielzeuge, die deine Katze berührt hat, sollten mindestens bei 60 Grad gewaschen werden. Das gilt auch für deine Kleidung, wenn du deine Katze auf dem Arm hattest oder ihr häufiger kuschelt. Sachen, die du nicht waschen kannst, kannst du auch für 48 Stunden einfrieren. Durch die Kälte sterben die Flöhe und ihre Eier dann ab. Den Kratzbaum und Katzenkörbchen kannst du mit einem Dampfreiniger, Flohsprays und dem Staubsauger reinigen. Entsorge regelmäßig die Müllbeutel und wechsle oft die Staubsaugerbeutel, damit die Flöhe nicht wieder in der Wohnung landen. Als fünftes, was ist, wenn das alles nichts hilft? Wenn du alles versucht hast und die Flöhe trotzdem noch da sind, dann bleiben dir 2 Möglichkeiten. Entweder du rufst einen Kammerjäger oder du greifst zu einem stark chemischen Mittel. Das Präparat Flohfogger stellst du in das Zentrum deiner Wohnung und darfst diese dann für ca. 2 Stunden nicht betreten. Deine Katze darf ebenfalls nicht vor Ort sein. Der Fogger versprüht nämlich einen chemischen Rauch in der gesamten Wohnung, der giftig für Schleimhäute und Atemwege ist. Das Mittel tötet alle Flöhe und Eier in deiner Wohnung ab. Lüfte nach der Anwendung für 1 Stunde lang, damit alle Rückstände verschwunden sind. Dann saugst und wischst du die Wohnung und die Flöhe sind weg. Wir hoffen, dass du die Parasiten schnell bekämpfen kannst und drücken dir die Daumen, dass sie so schnell nicht wiederkommen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Schreib mir auch gerne deine Erfahrungen mit diesem Thema in die Kommentare und vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Katzenvideo mehr verpasst.